is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Last Alarm. Gedenke an ihn in allen deinen Wegen. So wird er dich recht führen. Wir sollen Gott in allen unseren Wegen anerkennen. So wird er uns recht führen. Wir sollen sein Wort mit lernbereiten Herzen befragen, ihn um Rat bitten und unseren Willen aufgeben, um den Seinen zu tun. Ohne Gott können wir nichts tun. Wir haben allen Grund, den wahren Sabbat zu schätzen und ihn zu verteidigen, denn er ist das Zeichen, das Gottes Volk von der Welt unterscheidet. Das Gebot, das die Welt außer Kraft setzt, wird gerade deshalb vom Volke Gottes umso höher geehrt. Genau dann, wenn die Ungläubigen das Wort Gottes verachten, werden die Treuen Kalebs gebraucht. Dann werden sie ohne zur Schaustellung fest und ohne zu wanken auf ihren Posten ausharren, trotz Schmach und Schande. Die ungläubigen Kundschafter waren nah daran, Kaleb umzubringen. Er sah schon die Steine in den Händen derer, die einen falschen Bericht abgegeben hatten. Aber das konnte ihn nicht abschrecken. Er hatte eine Botschaft auszurichten und die wollte er weitergeben. Diese Einstellung wird sich auch heute an denen zeigen, die treu zu Gott stehen. Der Psalmist sagt: Sie haben dein Gesetz verbrochen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Wenn sich Menschen eng an Jesu Seite drängen, wenn Christus durch den Glauben in ihrem Herzen wohnt, dann wird die Liebe zu Gottes Geboten in ihnen im selben Maße anwachsen, wie die Welt seine heiligen Vorschriften mit Geringschätzung überhäuft. Und genau in dieser Zeit muss der wahre Sabbat in Wort und Schrift vor die Menschen gebracht werden. Während dann das dritte Gebot und mit ihm alle, die es halten, ignoriert und verachtet werden, spüren die Treuen, dass es eine Zeit ist, in ihrem Glauben nicht mehr hinter dem Berg zu halten, sondern das Gesetz Jahwes zu erhöhen und das Banner zu entrollen, auf dem die Botschaft des toten Engels geschrieben steht, die Gebote Gottes und der Glaube an Jesus. Menschen, die die Wahrheit so haben, wie sie in Jesus ist, sollen nicht einmal durch ihr Stillschweigen das gutheißen, was das Geheimnis der Bosheit tut. Sie sollen niemals aufhören, Alarm zu blasen. Die Wahrheit darf nicht versteckt, nicht verleugnet oder getarnt werden, sondern muss offen bekannt und mutig verkündigt werden. The Lord.